Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit einem Replay von dem neuen AMX 30 Prototyp, dem Tier 9 eben, mittleren Panzer, gespielt von Stanscoper, sorry, Stanscoper natürlich. Und ja, hier hat er mit dem Matchmaking Glück, dass wir hier ein 9er und beziehungsweise er als einziger 9er Top-Tier ist, ansonsten 8er und 7er Gefecht, aber wie gesagt, das ist einfach mal so, also brauchst nicht wieder in die Kommentare schreiben, ja, war eh nur Dusel, hat Glück gehabt und sonstiges. Scheiß drauf. Hoffen wir doch einfach auf eine schöne Runde und besonders auch auf diesen wirklich, ich finde ihn eigentlich ganz stylischen Panzer, also der hat was. Jetzt sind wir mal sehr gespannt, was er hier reißt. Da hat er sogar den AMX-30 auf der Gegenseite. Penetration 260, 390 Schaden. Entschuldigung, das habe ich hier den Ding nicht gezeigt. Und 320 Penetration mit Premium, also sehr beachtlich. So, jetzt hat er hier den Tiger für sich als sein persönliches Ziel ausgesucht. Aber der macht es ihm natürlich auch leicht. Der lässt sich hier ordentlich runterhitten. So macht es auf jeden Fall Spaß. Vielleicht kriegt er ihn... Ja, da kriegt er ihn schon direkt weg. Sehr schön. So macht man einen Tiger raus. Und hier eben macht die kleine Stadt oben und fährt natürlich nicht in die große Stadt, was man auch tunlichst mit einem Medium unterlassen sollte. Reloadzeit mit 8 Sekunden ist wirklich beachtlich. Oha, das ist ISO, da muss er aufpassen. Die schellt und dann schellt es richtig. Na, da ist der T32-Kit dagegen noch angenehm. So, jetzt hat er wahrscheinlich hier erstmal genug, verstehe ich. Dass man da sich erstmal verbieselt. Es wird schon gecappt in der Stadt und das wird spannend, weil da ist wenig, was die cappen kann. Also die ISO hinten, Black Prince und 112er. Das war's aber schon. Ah, der T28 steht da eigentlich schön seitlich, aber auch nicht so toll, dass er den ganz einfach rausbekommt. Aber ja, die ISO, die kriegt er raus. Jetzt muss man aufpassen auf den Panther. Aber das geht gut. So, nochmal die ISO kommt. Gibt dir noch schnell einen Hit? Ne, jetzt ist es schon weggefahren. Im Cap sind nur noch zwei Leute, aber es wird weiter gecapt. Einer. Also sie fahren scheinbar aus dem Cap raus und das ist jetzt hier das Glück, was er jetzt scheinbar hat. Oh ja, der Cap wurde wirklich verlassen. Weil wenn die jetzt entspannt, beziehungsweise es wurde auch geresettet scheinbar, sonst würde der nicht wieder drinstehen, aber irgendwas von beiden ist passiert. Aber wenn die jetzt geschlossen alle in den Cap gedrückt hätten, die ganzen Gegner, dann wäre das schon ganz schön schwierig geworden. Er entschließt sich jetzt hier die Stadt zu verlassen. Da sieht man auch auf der Minimap, da sind alle seine Teamkameraden, also da ist kein Bedarf. Deswegen orientiert er sich jetzt Richtung Mitte, beziehungsweise Richtung Punkt. Oh, KV4 hat er leider nicht durchschlagen. So, jetzt vielleicht, nee, er macht es vorne ganz entspannt, aber mit der Penetration ist es auch kein Problem. So, zack, ein Hit und wieder ein bisschen zurück. Von der Spielweise erinnert er mich ein bisschen auch so an den Leopard PTA. So, IS und BAM. Oh, Rheinmetall. Nochmal, nochmal, nochmal. Nein. Oh, ganz knapp. Heide Witzka. Da, T35. Er macht es hier sehr clever, sehr schön. 7:5 steht es aktuell. Er hat 3-2 Schaden gemacht. Ist in Ordnung, aber da muss noch mehr kommen. So, und oh, der T34 schaut jetzt nicht. Nein, er hat daneben geschossen. Oh, oh, oh. Rheinmetall, ein Shootout. Das muss man sich überlegen. Aber ja, geht gut. Schön in den Deckel geschossen. 7:8, knappes Match. Jetzt fährt er weiter, fahrt auf die Außenlinie. Drei Gegner stehen im Cap, wurden aber zurückgesetzt. Ah, jetzt wurden noch mehr zurückgesetzt, sehr gut. 7:8 nach wie vor. IS, da kommt er jetzt dran und kann ihn auch direkt rausnehmen. Und, ja, sehr schön, nimmt ihn raus. 8:9. Nach wie vor weiter ein Spiel auf Messer, Schneide. Und ich habe ganz klar Schneide gesagt, bevor mir jemand von euch Bären was unterstellen will. So, LTDB. Ah, kritischer Treffer jetzt zu dem Moment und dann auch noch am LTDB. Unglaublich ärgerlich. Jetzt muss er aufpassen, wenn er da vorne rausfährt, dass hier nicht der Rheinmetall aufs Korn nimmt.
Der wartet jetzt auch erstmal, bis er wieder zugegangen ist und dreht nochmal bei. Gute Idee, weil jetzt wird er wahrscheinlich erstmal aber anders erwartet und kann nochmal dem Rheinmetall, dem LTDB oder oh, dem T34. Ja, schön, nimmt ihn raus. Damit steht es 9-9. So, jetzt erstmal auch wieder abwarten, bis er wieder zugeht und nicht mehr vom Gegner gespottet ist. Und vielleicht nimmt er jetzt mal den Kurs auf den Rheinmetall, weil ich glaube, der schaut nicht mehr. Jetzt steht es wieder 9-10. Also es bleibt hier wirklich eine knappe Geschichte. Die Gegner gucken so ein bisschen auf ihren Spawn. So, und jetzt, wo ist er? Wo ist er? Er hat auch sogar HE geladen. Extra für ihn. Ah, da hat er ihn leider nicht so erwischt, aber der Rheinmetall verschießt und jetzt hat er alle Zeit der Welt. Bisschen höher, bisschen höher. Ja, da. Ja, schön. Nimmt den raus. 5 Kills. 10-10. Der LTDB, der macht sich jetzt mal aus dem Staub. Ja, mit Auto-Aim ganz easy. Und jetzt erstmals Führung für sein Team. 11-10. Ah, 11-11. Aber der Panther ist ganz schön low. T32 hat auch nur noch ein Zweidrittel seiner Ursprungs-HP. Der AMX auch nicht mehr so viel. Also von dem her schaut es jetzt gerade ganz gut aus. Und er hier noch mit 1200 Struktur. So, T32. Ach, jetzt hat er seine eigene Welt fast noch in den Schuss gefahren. Hat er gut gesagt, gut gedacht auch. So, der Richard. Good job, AMX geschrieben. Jetzt bekommt er aber zwei unschöne Hits. Ist auch gekettet, jetzt muss er den rausnehmen. Braucht hier aber auch einen guten Hit, weil, ja, das hätte auch mit dem RNG ein niedriger Hit werden können. So, der AMX schießt jetzt. Vielleicht nimmt er den auch direkt mit einem Schuss. Ich wollte schon One-Shot sagen. Ah, nee, leider nicht. Das war nix. Aber aktuell bei 6200 Schaden, 7 Kills. Und, ja, schön. 8 Kills, 6599 Schaden. So, und jetzt noch der T28 am Leben. Die Frage ist, was macht der Centurion? Nimmt er den direkt raus? Kriegt er noch ein bisschen was ab? Ne, da muss er weiterfahren. Da kommt er noch nicht drauf. Macht er noch den 9. klar oder nicht? Ja, der Centurion ist auf jeden Fall mal raus. Also jetzt ist die Lücke da. Muss er noch aufpassen. Also er ist auf jeden Fall ein Two-Shot. Der Type fährt hier auch rum. Jetzt will er ihn hinterfahren. Ist natürlich gut, wenn er so rankommt. Dann hat er keine Chance. Da ist er. Kann ihn. Hat ihn sogar direkt angezündet. Aber hat gelöscht. Aber trotzdem, jetzt ist er weg. Das kann er nicht mehr machen. Das ist der Sieg. Und da ist er. 9 Kills, 7200 Schaden gemacht. GG AMX30, würde ich da mal sagen. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Stats seht ihr natürlich wie folgt jetzt. Und ja. Ist die Reihe was für euch? Lasst mir doch auch mal den Kommentar dazu da, würde mich sehr interessieren. Bis bald, euer Alcaramba.